Und dann Moinsen zum Review-Podcast zum Spiel gegen den KSC und auch gleichzeitig zum Preview-Podcast zum Spiel gegen Sandhausen am Mittwochabend. Jetzt muss er hier rausgehasselt werden. Ich nehme den Podcast gerade auch schon noch Sonntagnacht quasi auf. Dann kann das Ding morgen früh direkt schon online gehen und dann morgen Abend die Stream-Ankündigung und am Dienstag der Trailer und Mittwoch der Stream. Ja, was soll man noch groß sagen? Habe ich es nicht im Podcast schon angekündigt, dass wir das Spiel verlieren werden? Es hat einfach zu perfekt ins Schema reingepasst, dass wir dieses Spiel verlieren werden. Und es bleibt einfach dabei. Seit dem Wiederbeginn von Corona haben wir kein einziges gutes Spiel gemacht. Ich bleibe dabei. Ich bleibe dabei. Gegen Wiesbaden verloren. Waren wir einfach schlecht und nicht gut genug. Du musst in Wiesbaden gewinnen. Als Aufstiegsaspirant, als Aufsteiger. Klar, dieser Elfer am Ende und bla bla und Einspruch und hier und da, aber faktisch haben wir das Spiel verloren. Fertig aus. Gegen Kiel haben wir auch verloren. Klar, in Rückzahl, in Rück, Rückzahl? Nee. In Unterzahl. Aber das heißt halt trotzdem auch nichts, tut mir leid. Musst du auch gewinnen im Normalfall. Da hast du das Ding gegen den HSV, spielst in der ersten Halbzeit auch absolut nicht. Ne? Nicht up for the fight mäßig, halt überhaupt nicht der Lage entsprechend. Hast in der zweiten Halbzeit Glück, dass der HSV sich direkt zwei Kisten von uns fangen lässt, weil die denken, oh ja, ist ja easy peasy, wir gewinnen hier 3-0, 4-0, lass mal ein bisschen Eier schaukeln. Dann machst 2-2, danach war der HSV auch wieder besser und das 3-2 fällt quasi aus dem Nichts. Das war der glückliche Lucky Punch, den du auch nur gegen HSV bekommst. Gegen keinen anderen Gegner hat man dann das 3-2 gemacht. Ich denke einfach nur daran, dass der HSV genauso die Scheiße am Schuh hat oder beziehungsweise halt genauso dumm ist wie wir. In Dresden, die haben da ihr erstes Spiel gemacht, gefühlt nicht trainiert. Die hättest du fürs Tor so locker mal 4-0, 5-0 abschießen lassen und selbst da war es 2-0 gefühlt zu hoch. Da hätte auch ein 1-0 gereicht. Da hatte auch Dresden sogar ein paar Chancen. Und dann das Spiel gegen Osnabrück, wo wirklich nichts war, wo Osnabrück auch nichts machen musste im ganzen Spiel, um uns das 0-0 abzukaufen. Nichts. Gar nichts. Weil wir nämlich nichts gemacht haben. Und jetzt verlierst du beim KSC. Dass jetzt ein Derby ist, ist mir jetzt eher so semi wichtig, weil einfach kein Feeling dabei war, keine Fans, kein gar nichts. Dadurch ist das Derby eigentlich gefühlt wieder nichts wert. Na, aber du fühlst wieder genau gleich wie immer. Genau gleich wie immer. Kommst eigentlich ganz gut rein, hast die erste ganz gute Chance durch diese Freistoßtaktik oder Eckenvariante. Weiß nicht, ob es Freistoß oder Ecke war. Malgadouri gut pariert. Da macht Kaminski einen absoluten Vollidiotenpass, leitet damit quasi das 1-0 ein. Ob der unhaltbar war, kein Plan, aber ist halt drin. Wanicek, natürlich, der Ex-VfB-Spieler, logische Kiste, logische Sache. Kam es überhaupt nicht richtig ins Spiel. So, Ende der ersten Halbzeit war es so ein bisschen besser, ein bisschen Optimismus dann bekommen, dass man noch das 1-1 macht. Machst du auch noch, dann Elfmeter bekommst, jemand, ja. War jetzt kein krasser Elfmeter oder sowas, aber den kannst du auf jeden Fall pfeifen. Gonzalez, wie immer, mit so einmal abstocken quasi und dann ist der Keeper mal irgendeiner Ecke und dann schiebt ihn in die Mitte. So nach dem Motto. Also, ich hoffe mal, das Ding geht weiterhin so gut, weil wenn, sobald ihn irgendeiner mal hält, den Elfmeter, sieht der Elfmeter nämlich aus wie die größte Scheiße, weil der war auch immer nur flach in die Mitte. Dann kommst du aus der Halbzeit raus und bist eigentlich echt gut dabei. Gehst aus der Halbzeit raus und bist echt gut dabei. Aber dann, ne, irgendwann so ab der 60., 65. hört es halt auch wieder auf. Als große Druckphase, machst deine Kiste nicht, dann hört es da halt auch wieder auf. Also, es ist halt. Und dann fängst du dir ein Tor, das die Saison nicht besser beschreiben könnte. Dieses Tor ist perfekt. Dieses Tor ist perfekt. Eine Ecke, du stehst mit 10 Mann bei dieser Ecke drin, vom KSC sind 5. Ein Hummelhaufen wie in der fucking, wie bei den fucking Bambinis, kann kriegt den Ball geklärt und stochert irgendwie in die lange Ecke und drin. Absolutes Dreckstor, das auch nur wir uns fangen. Danach hat man noch mal eine Chance gehabt mit Gomez, in einer schönen Kombination. Gonzalez, Förster, Gomez. Den hatten Gomez auch schon mal reingemacht. Die war, glaube ich, relativ schnell danach, irgendwie 76 oder sowas, keine Ahnung. Aber danach auch nichts mehr, gar nichts. Null Chance mehr nach vorne, gar nichts. Da kommt auch mein Ding rein. Ich wiederhole mich natürlich wie jetzt im Stream auch, aber ist ja irgendwo logisch. Habe ich auch im Stream gesagt, tausendmal. Du bist dann ab der 72., sag einmal 75., irgendwo irgendwie eine schöne Zeit zu haben, bist du so 15 Minuten
eigentlich in so einer Phase, wo du weißt, fuck, wir müssen irgendwie nochmal einen Angriff setzen oder so, nochmal gut nach vorne durchkommen, um wenigstens noch einen Punkt mitzunehmen oder sowas, weil ein Sieg war sowieso dann weg, aber einen Punkt wenigstens irgendwie noch mitnehmen, auch wenn der auch nicht krass viel gebracht hätte, das wäre nochmal was, bisschen nochmal was anderes gewesen als eine Niederlage, tabellarisch. Und dann wirklich, dann schenkst du dem KSC von diesen 15 Minuten wahrscheinlich so grob 7 Minuten oder sowas oder vielleicht sogar mehr durch eigene Dummheit. Durch irgendwelche sinnlos Fouls, wo du wieder sinnlos übermotiviert reingehst, wo du in irgendwelche Kopfballduelle auf einmal reinschießt wie ein Verrückter. Das hättest du das ganze Spiel dann gerne machen können. Power zeigen, wir sind hier drin, wir sind, die Situation ist uns bewusst, es ist ein Kampf und so, es ist Derby-Charakter und volle Karacho und hier und da. Aber genau in der Situation, wo du ein bisschen ruhiger rangehen musst, immer noch ein, zwei gute Konter ausspielen, oder was heißt Konter, ein, zwei gute Angriffe ausspielen, anstatt die ganze Zeit hektisch zu sein. Und dann rammelst du ja jeden hektischen irgendwelchen Zweikämpfen weg, wenn der KSC in Richtung unserem Tor kommt. Bist dann auch blöd genug, um dich jedes Mal aufs Neue so anschießen zu lassen, dass du so eine Ecke kassierst. Durch diese ständige dumme Fouls irgendwo im Mittelkreis, der KSC lässt den Freistoß langsam laufen, ganz normal. Kann den Freistoß schön hin und her spielen. Von diesen 15 Minuten oder sowas, waren mehr als 15, aber nehmen wir mal als Zahl. Von diesen 15 Minuten schenkst du dem KSC 7, 8 Minuten durch eigene dumme Fehler. Nimmst du so die Chance, nochmal irgendwie gescheite Angriffe nach vorne zu machen. Das war aber nur eins der vielen Beispiele. Du musst dich wieder, ne, einfach. Das ist ein perfektes Beispiel gewesen, wie man sich einfach dumm anstellt. Wie man sich einfach fucking dumm anstellt. Es ist unfassbar, wie man sich so scheiße dumm anstellen kann. Aber es beschreibt die komplette Auswärtssaison bisher und halt vor allem unsere Phase nach dem Wiederbeginn. Nach einer Wiederaufnahme vom Spielbetrieb. Unfassbar. Dann auch so Wechsel. Der Wechsel hat sich schon angekündigt vor dem Tor und danach wurde er erst vollzogen. Dann kommt ein Gomez, okay, sehe ich, zweiter Stürmer. Dann geht aber ein Silas raus. Jemand mit Tempo, jemand mit ein bisschen Spielwitz, bisschen Trag nach vorne, der ein bisschen, ne, einfach das, so eine Komponente mitbringt, die ja keiner mitbringt. Klar, hat auch Aktionen geliefert, die kein Mensch braucht, irgendwelche blöden Rabona-Pässe und so ein Quatsch irgendwo bei Angriffen, die halt komplett falsch gehen. Was soll der Quatsch? Lass die Scheiße bleiben. Da gespielt so das Bein, kann ich gerne machen, wenn es Sinn macht, aber so ist einfach wieder brotlose Kunst. Dann kommt ein Philipp Förster rein, den hier gefühlt keine Sau mehr sehen will, weil ich jedes Mal im Stream mit dieser Förster weggehatet, ich hate ihn jedes Mal weg, weil einfach keine Leistung bringt. Und dann geht der Bartstuber raus und das fand ich geil. Er bringt Eckloff, bin ich dabei. Von mir aus auch gerne einfach Jugend forscht, raus damit. Lass Jugend vorspielen, ist mir scheißegal. Eckloff hat es auch nicht krank. Ich habe jetzt keine Meinung zu Eckloff, wie er gespielt hat. Aber an sich eine geile Aktion, dass er gespielt hat überhaupt. Aber er kommt halt für den Bartstuber. Er kommt nicht für den Kaminski, der da hinten nichts mehr zu suchen hat. Für den kommt er nicht. Nee, er kommt für den Bartstuber, für unseren konstantesten Verteidiger hinten. Und Kaminski bleibt drin, der letzten paar Spiele scheiße gespielt hat. Muss mir auch erklären, warum der Kempf die ganze Zeit auf der Bank hockt. Auch da jetzt am Ende kam auch ein Philipps-Verständnis, kein Kempf. Was ist denn los bei euch? Habt ihr es irgendwo auf Twitter gelesen gehabt noch? Dass man dem Kämpfer quasi, dass der quasi damit betütelt wurde oder geblieben ist vor dieser Saison nach dem Motto, ja, hier du bist Kapitän, dann bleibt doch hier bei uns, weil er hat ja auch Ausstiegsklauseln und alles hätte locker gehen können. Und das wirkt so auf mich als, keine Ahnung. Das ist ja unser Kapitän. Und das wirkt so auf mich, als würden sie den jetzt halt, keine Ahnung, als wäre er gefühlt schon durch, dass er nach der Saison sich sowieso schon verpisst und jetzt wird er nicht mehr eingesetzt oder so. Weil außen absolut nichts steht, dann ist er nur noch nonstop auf der Bank. Was ist das? Das muss man einem erklären, was soll der Scheiß? Kempf ist kein Stückchen schlechter, beziehungsweise ist auf jeden Fall besser als ein Kaminski aktuell. Das raff ich nicht, dann bringt er einen Philipp statt einen Kempf. Das raff ich nicht, oder allgemein. Wir haben vier Wechsel vollzogen. Wenn ich es richtig sehe. Bring doch noch den fünften Wechsel. Tut es dir weh, noch einen Koulibaly zu bringen mit Tempo nach vorne? Ich glaub nicht. Bring doch den fünften Wechsel noch. Raff ich nicht, wirklich. Raff ich nicht. Und so hast du dir jetzt wieder heute offiziell hast du dir den Aufstieg aus der Hand gespielt. Fertig, du hast nicht mehr selber in der Hand. Das Ding ist durch. Braucht mir keiner zu kommen mit, ja, wir können auch den Aufstieg über die Relegation erreichen. Ha, laber mir keinen Scheißdreck. Wir hatten jetzt letztes Jahr selber dieses Ding geliefert, dass der Zweitligist gefühlt mal all Schalt ja da durchkommt gegen den Erstligist in der Relegation. Das passiert jetzt erstmal lange nicht mehr. Wir werden im Leben nicht in der Relegation gewinnen. Es würde mich extrem überraschen, sollten wir gegebenenfalls in einer Relegation gewinnen.
Sorry, never in life. Da unten hängt Bremen, Düsseldorf, Mainz und sowas, keine Ahnung. Die sind ja auch an sich irgendwo alle schlagbar, aber im Leben nicht. Tut mir leid. Du musst als Zweiter aufsteigen oder du kannst davon ausgehen, dass du mit der zweiten Liga planen kannst. Beweis mir gerne was anderes. Sollte die Relegation kommen, beweis mir gerne was anderes, aber sehe ich einfach nicht. Sehe ich nicht. Dazu ist ja unser dritter Platz auch noch in Gefahr, ne? Heidenheim kommt von hinten schön ran. Jetzt ist der HSV ein Punkt vor uns, Tordifferenz dazu gerechnet, weil die besser ist von denen. Sind es 2 Punkte, das heißt, der HSV muss irgendwo rein failen wieder. Und das, obwohl wir jetzt wieder vor dem Spiel oder vor dieser, doch vor dem Spiel, nach dem HSV-Spiel, die perfekte Voraussetzung hatten und auch nach dem Osnabrück unentschieden, HSV auch unentschieden gespielt hat und wir immer noch die perfekte Situation hatten, 2 Punkte Vorsprung zu haben und einfach nur verfickt nochmal unsere Spiele zu gewinnen. Jetzt verlierst du wieder das Derby beim fucking 17. Sind es 15er, glaube ich, aber durch den Sieg. Aber sie waren davor 17. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wen wollten ihr verarschen? Also tut mir leid. Du holst gegen die Aufsteiger Karlsruhe, Wien, Wiesbaden und Osnabrück holst du 4 Punkte, wenn ich richtig gezählt habe. Du verlierst zu Hause gegen Wiesbaden, spielst nur unentschieden gegen Osnabrück zu Hause, gewinnst gegen KSC zu Hause und auswärts verlierst du alles. Osnabrück verloren, KSC verloren, Wiesbaden verloren. Also tut mir leid. Wirklich wahr, das sind 18 Punkte und du holst 4. 4. Das sind 6 Spiele à 3 Punkte, das sind 18 Punkte und du holst davon 4. Und willst aufsteigen. Ein Scheiß. Ich bleibe auch dabei, wenn wir aufsteigen, ist keine Euphorie dabei. Weil so wie wir auch vor allem in der Abwehr agieren, war auch jetzt wieder beim KSC zu sehen beim Spiel, so viel einfach hoher Ball vorne rein. Abwehr ist ausgehebelt, ist vorbei. Durch das Thema. Tempodefizite, Spielbaudefizite, das Thema ist durch. Sollen wir wirklich aufsteigen mit der Abwehr und dann weitermachen? Bruder, wir fangen uns in jedem einzelnen Spiel, egal ob da Augsburg oder ob das Bayern ist, wir fangen uns 3 Kisten oder so, mindestens. Die Abwehr ist so schäbig. Beziehungsweise vielleicht nicht die Abwehr selber, die Art und Weise, wie schnell und einfach wir uns Tore fangen, von egal welchem Gegner. Scheißegal ob HSV oder Karlsruhe oder Wiesbaden, wir fangen uns immer Dinger. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Und wie gesagt, da wird keine Emotion dabei sein bei mir. Null. Wenn wir aufsteigen, ja, nett. Weil einfach kein Mensch Bock hat auf zweite Liga. Und du weißt eigentlich genau, dass diese Saison wieder einfach nicht gut war und gerade wieder einiges falsch läuft. Kann natürlich auch jetzt in die fetten Kader-Analysen gehen und alles. Und gucken, ne, wie ist der Kader zusammengestellt und sowas, wer ist schuld und so. Auch Trainervergleiche. Oder bleiben wir erstmal beim Kader. Da gibt es einige Probleme. Wir haben keinen einzigen Spieler, der da vorne ist, sicher uns jedes Spiel aufs Neue eine Kiste macht. Wir haben da keinen Klos oder sowas. Haben wir nicht. Weil in der Verteidigung haben wir viel zu wenig Backup. Vor allem auf die Außenverteidigerposition haben wir nichts. Zum Glück kann Mola Linksverteidiger doch ein bisschen gut spielen. Sonst hätten wir da auch quasi nichts, nachdem es sowas nicht einschlägt. Und rechts ist Stenz leider auch unangefochten. Der gefällt mir auch in den letzten Wochen nicht mehr so toll. Und als Leihspieler ist das jetzt unser Kapitän gerade super. Der ist schon aus der Saison weg, unser Kapitän quasi. Nachdem der Kempf ja irgendwie Dauerkarte auf der Bank bekommen hat. Was auch immer der Scheiß soll. Das ist. Keine Ahnung. Und jetzt haben wir auch wieder das große Problem. Am 90. muss ich natürlich noch Endo seine 5. gelbe Karte holen. Logisch. Ganz klare Geschichte. Total nötig. Wen stellst du denn da jetzt hin? Können wir mal auf die Aufstellung. Dingensen, hier Aufstellungen. Ich fand die ja ganz in Ordnung, weil Clement mal gespielt hat oder halt also nicht quasi für das, dass Clement spielt, sondern dafür, dass Förster nicht spielt, sag mal so. Und Clement hat es heute eigentlich auch ganz in Ordnung gemacht. Die Aufstellung an sich gefällt mir auch so. Du merkst halt Al-Gadoui. Dann hast du einen Gomez, den du einwechseln kannst. Da ist keine eingebaute Torgarantie vorne. Null. Gar nicht. Al-Gadoui ist es so ein bisschen als Joker. Aber das ist ja eigentlich auch gerade nicht mehr der Fall. Das war auch mal irgendwie noch ein bisschen anders, dieser Effekt von Al-Ghadoui vorne drin. Kalajdzic war irgendwie gar nicht im Kader. Von dem kann man es ja, was heißt erhoffen? Der kommt jetzt seit 800 Jahren verletzt und kommt jetzt zurück. Da kann ich auch nicht viel erhoffen. Aber zumindest wäre es noch ein weiterer Stürmer, der vielleicht der weiß, wo das Tor steht. Die Davi auch gar nicht erst im Kader. Also, es ist wirklich wild.
Da hast du diese Saison gefühlt 20 Leute verkauft, 20 Leute neu gekauft und trotzdem ist da kein Team vorhanden. Null. Da ist kein Team, keine Spielidee, da ist nichts. Null und gar nichts ist da vorhanden. Sobald du ein Tor kassierst, weißt du genau, oh ja, jetzt wird's okay, ja. Können Sie hinten reinstellen, jetzt wird's interessant, super. Das weißt du ganz genau. Das ist einfach. So wäre es halt auch einfach ganz einfach verdient, wenn wir nicht aufsteigen. So wäre es einfach verdient, wenn wir nicht aufsteigen. So einfach ist es. Es wäre hochverdient, nicht aufzusteigen. Das ist dann so ein Ding zwischen dem HSV und uns. Wer sich immer dummer anstellt an den Spieltagen. Es war nur leider halt meistens immer so, dass es irgendwann ausgeglichen hat. Dass halt zum Beispiel alle verkackt haben, Heidenheim, HSV und wir alle verkackt am Wochenende. Es ist halt so, dass wir verkackt haben und die anderen beiden haben geliefert. Damit sind wir wieder auf Platz 3. Die Wahrscheinlichkeit ist ja immer noch da, dass der HSV wieder irgend so ein sinnloses Spiel hergibt und irgendwo dumm verliert und wir dann gewinnen, sind wir auf einmal auch wieder vor ihnen. Aber, ne? Du kannst es ja auch so sehen. Egal, ob aus HSV-Sicht oder aus unserer Sicht. Du konntest dich immer. Einerseits hast du das Glück, dass du selber dich dumm wie Scheiße anstellen kannst, aber dich darauf verlassen kannst, dass dein Konkurrent genauso blöd ist und deswegen nicht weiter in der Tabelle runter abrutscht. Gleichzeitig kannst du auch sagen, die haben so oft dumm verkackt, wären wir nicht so blöd, hätten wir so viel Abstand aufbauen können. Es ist wirklich einfach. Oh, zum verrückt werden. War jetzt auch gegen KSC wieder. Statistisch und hier und da und bla bla waren wir besser, aber halt von der ganzen Einstellung, vom Kämpferischen, von diesem ne, stereotypischen Funken, der überspringt auf irgendwelche Fans oder Zuschauer oder wie auch immer, da springt schon lange nichts mehr über. Tut mir leid, da springt schon lange nichts mehr über. Ich sehe da kein Feuer, kein Bock, wir steigen auf. Ich sehe da auch kein Team, kein nichts. Ich meine, es gibt den ganzen Insider da, ne? Jetzt, wo man es dann beim Kicker liest und so Geschichten, gibt es die ganzen Insider nach dem Motto, der Matarazzo könnte mit seinen Lobeshymnen über ein Endo noch weitermachen. Hat, steht in irgendeinem Kicker-Artikel vom George Moisidis. Der ist ja schon Ewigkeiten beim VfB unterwegs oder für den VfB zuständig. Der wird ja schon seine Insider haben und die stimmen auch. Der hat ja auch schon öfter geschrieben, dass in der Kabine es nicht funktioniert oder dass die Kabine auch schon wieder völlig durcheinander ist. Wie schon seit Jahrhunderten, egal welchen Kader du da hinstellst. Gleiches Bild bei uns wie immer. Und auch dieses Ding mit den Lobeshymnen, also irgendwie auf über Endo ging, weil er ja gerade Stammkraft ist und richtig gut ist bei uns. So gibt es so eine der wenigen Konstanten. Da hieß es auch irgendwie quasi, Matarazzo könnte mit seiner Lobeshymne weitermachen, tut das aber nicht oder bremst sich selbst, um irgendwie, wie was, keine Ahnung, dem Teamfrieden oder in dieser unzufriedenen Situation quasi nicht noch irgendwas Schlechtes oder was. Ein anreizendes Thema quasi aufzubeschwören und sowas. Es gibt also wirklich wieder scheinbar einen Trainer, der wieder eindeutig, oder was heißt eindeutig, aber so kommt er mir rüber, zu weich ist. Das ist kein Haut-drauf-Trainer, das ist kein Stevens, vor dem die Spieler irgendwie ein bisschen Respekt haben oder sowas, oder die von dem ein paar Mal aufs Maul bekommen, wenn sie Scheiße spielen. Nee. Auch Mislintat hat heute Abend im Sport im Dritten auch wieder nur Schönreden. Nur eine Schönrednerei. Die Vertragsverlängerung mit Matarazzo war auch eine scheiß Idee, eigentlich, wenn man jetzt nochmal so drüber nachdenkt. Weil diese HSV, das HSV-Ding hat dann geblendet, weil du dachtest so, boah, geil, cooles Zeichen eigentlich. Vielleicht wird es dann ganz gut. Dann kriegst du tatsächlich noch gedreht, gewinnst gegen die, denkst dir so, komm, jetzt muss aber das letzte Feuer entfacht sein, das gewinnt, jetzt machen die den Aufstieg irgendwie klar. Aber, ne? Ist ja jetzt auch schon lange wieder weg, das Ding. Und es war auch nur geblendet, dass wir gewonnen haben gegen HSV. Der Rest war ja nicht gut. Oder das HSV-Spiel an sich war ja auch nicht gut. Das wäre eigentlich ein 2-2 gewesen. Das war ein glücklicher 3-2-Sieg am Ende des Tages. Also war die Verlängerung auch wieder scheiße. Vor allem finanziell, wenn der irgendwann weg ist. Muss ja auch gucken, dann, wenn wir wirklich in der zweiten Liga bleiben, heißt ja auch wieder, ja, dann behalten wir den Trainer trotzdem bei. Wir gehen die Philosophie weiter und so weiter. Aber man weiß es doch vom VfB. Egal, wann dieser Matarazzo rausfliegt, es wird vor dem Ende seines Vertrages sein und dadurch, wenn du da schon nochmal länger verlängert hast, zahlst dann noch mehr Kohle hinterher. Das ist eigentlich am Ende des Tages so eine scheiß Idee, den Vertrag zu verlängern, aktuell, aus der aktuellen Sicht. Also, eine Schönrednerei da im Sport im Dritten. Ja, in Wiesbaden, das ist für mich eigentlich ein 1:1, wir kennen die letzte Szene und bla bla bla. In Kiel
lange Unterzahl zurückgekämpft, noch am Ende 3-2, noch eine Chance aufs 3-3 gehabt. Ja, alles schön. Dann stell dich nicht so blöd an und fang dir eine rote Karte. Oder lass es nicht drauf ankommen, dass du gegen Wiesbaden noch 1-1 spielst in der 90. Minute, sondern gewinn das Spiel ganz normal bei einem Abstiegskandidaten. So, what the fuck? Was sind das für Anspruchdenken oder dieses Gelabere vom Stenzel am Dresden-Spiel, was ich auch schon oft genannt habe? Dieses dann dachte mir wieder, es läuft von selbst. Nein! Nein! Auch egal, wer da was labert, jetzt auch nach dem Spiel, wer war's? Clement, auch lustig, dass dann Clement Rede und Antwort stehen muss nach so einem Spiel, der jetzt erstmals seit Jahrhunderten wieder in der Startelf stand, dass der in Rede und Antwort stehen muss und der Rest nicht. Merkst auch, du hast keine Führungsspieler. Hast du nicht. Kann mir kein Mensch erzählen. Hat Sky vor dem Spiel jetzt erzählt irgendwas von wegen, Castro ist ein Führungsspieler und bla bla bla. Also in welcher Welt ist ein fucking Gonzalo Castro in irgendeiner Art und Weise ein Führungsspieler? Der war dieses Saison nicht mal Stammkraft. Hat er dieses eine 3-2 geschossen. Wahrscheinlich hätten sie auch, wenn, I don't know, Alter, wenn Mola das 3-2 geschossen hätte gegen den HSV in der 90, hätten sie wahrscheinlich den als Führungsspieler rangenommen. Dazu noch das Alter vom Castro wahrscheinlich. Aber weil er alt ist und dieses entscheidende Tor geschossen hat, deswegen hat Sky gedacht, ach komm, ist doch bestimmt ein Führungsspieler. Nein. Wir haben sowas wie einen richtigen Führungsspieler, haben wir nicht. Wir haben da keinen, auf den du dich verlassen kannst. Beziehungsweise, was heißt Führungsspieler? Wir haben da schon so ein paar Leute, auf die du dich aktuell mehr oder minder verlassen kannst. Ein Kobel im Tor, einen Bartschuber in der Verteidigung, Endo halt defensiv oder halt im Mittelfeld und vorne von mir aus ein Gonzales, der eigentlich jetzt mehr oder minder, ob durch Elfmeter, wie auch immer, oder der trifft zumindest relativ häufig gerade oder bringt an sich immer mehr oder minder durchschnittlich in Ordnung Leistungen. Aber wir haben keine richtigen Führungsspieler oder sowas. Da geht keiner irgendwie voran oder so, da packt die Mannschaft. Der Einzige, den ich mal sehe, dass sich über irgendwelche Tore auch während ein Spiel aufregt, ist ein Bartstuber. Das war's dann aber auch. Das ist einfach scheinbar wirklich kein Teamspirit. Ich glaube, wie immer keine richtig klare Spiellinie. Du weißt nicht genau, wenn du jetzt wie jetzt gegen KSC heute hinten liegst, hockst du als Fan oder wie ich da jetzt als Beispiel auf dem Sofa und denkst, das ist so toll. Jetzt können sich 90 Minuten die Reihe chillen, KSC-Spieler, sich hinten reinstellen. Wie wollen wir da irgendwie großartig eine Lücke finden? Das ist auch der große Unterschied. Und mal das große Bild gesehen, scheint es so zu sein, dass egal welcher Kader du da hinstellst, egal welchen Kader du hinstellst, egal in welcher Liga, weil der Kader ist ja rund erneuert, oder quasi fast rund erneuert, egal wie du hinstellst, egal wer auf den Führungspositionen steht, egal wer Trainer ist, egal welcher Typ von Trainer es ist, dieser Verein funktioniert nicht. Letzten Jahre. Dieser Verein ist eine Fahrschulmannschaft, beziehungsweise wenn sie jetzt tatsächlich es hinkriegen, nicht aufzusteigen, da sind wir eine Zweitligamannschaft. Da machen wir den HSV, den wir letztes Jahr belacht haben, haha, lol, die sind eigentlich voll gut dabei gewesen, meine verkacken es alles, werden Vierter, hahaha, geil. Dann sind wir genau diese Truppe für nächstes Jahr. Und es wird von Jahr zu Jahr, je länger du in der Zweitliga bleibst, desto schwerer wird's. Egal, je länger du bleibst, desto schwieriger wird's. Ich habe euch hier noch auch diesen meinen Link reingepackt oder wie immer die ganzen Quellen reingepackt. Von dem STR, VfB Fanradio und Podcasting kennen bestimmt viele VfB-Fans sowieso schon. Der da ab Minute 120 oder sowas, also ab dem es 2 zu 0, es 2 zu 1 fällt und vor allem so um die 140 Minuten rum, wenn man auf Spotify da guckt, richtig schönen Rant rausgehauen hat und komplett upgeraged hat über alles und da stimme ich zu 100% zu. Und da kommt auch viel, was ich gerade mit einbringe, auch vor. Unbedingt mal anhören. So die letzte halbe Stunde oder sowas von diesem Podcast oder Fan-Live-Radio-Ding. Absolute Hörempfehlung für jeden VfB-Fan. Fühle ich 100%, was da gesagt wird. Und um nochmal zurückzukommen, wenn man es mal guckt, wir hatten mal einen Stevens. So auf die Fresse Trainer, der aber auch nur immer Retter war. Halt, ne, Rückrunden gemacht hat und sowas und halt nicht geblieben ist. Halt ist ein Zorniger mit aggressiv nach vorne Fußball und offensiv hat nicht funktioniert. Du hattest jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt hattest du einen Walter, unter dem wir Chancen über Chancen kreiert haben, aber wir haben genau die gleichen dummen Fehler gemacht, wie jetzt unter Matarazzo, nur mit dem Unterschied, dass du bei Walter das Gefühl hast, dass unsere Spieler einfach zu dumm zum Scheißen sind, was den Torabschluss angeht. Da war eigentlich relativ, ja, ziemlich immer Feuer drin, du hattest extrem viele Chancen, warst immer überlegen in den ganzen Spielen, sehr viele Chancen, machst du in den ganzen Dinger nicht rein.
Matarazzo, du machst genau dieselben dummen Fehler. Also ich meine halt zum Beispiel, dass du nach 5 Minuten und so immer ein Tor fängst und so eine Kacke und gegen schlechtere Teams dich immer so behindert anstellst. Nur mit dem Unterschied, dass du halt nicht das Gefühl hast, nicht das Gefühl hast, dass die Spieler im Abschluss zu inkompetent sind oder zu blöd zum Kacken sind, sondern dass sie es einfach generell sind. Dass die Mannschaft nicht funktioniert, dass die Mannschaft keine Lösungen findet und keinen Plan hat, was er da auf dem Platz macht und keine Einstellung zeigt. Wir zeigen gerade ein deutlich schlechteres Bild, meiner Meinung nach, ein deutlich schlechteres Bild als unter Walter. Den schmeißt du dann auch nach einem halben Jahr. Schmeißt du diesen Walter raus, da war ich ja auch schon damals so mehr oder minder dagegen eigentlich. Also immer so nach dem Motto, eigentlich brauchst du den jetzt nicht rauszuschmeißen, wir werden schon mit dem irgendwie aufsteigen, auch wenn die Spielweise halt einfach gerade keine, sag mal so, sie hat einfach keine Früchte getragen. Sie war gar nicht so schlecht, aber sie hat einfach keine Früchte getragen, weil wir die Tore nicht gemacht haben. Beispiel Wiesbaden-Heimspiel und so Sachen. Also, wir haben einfach die Kisten nicht gemacht, das war der große Unterschied. Sonst war das ja eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn man jetzt auf unsere aktuelle Leistung schaut. Und dann schmeißt du ihn dann holst du den im Sommer, denkst du, yo, junger Trainer oder mehr oder minder unbekannter Trainer, holst du ran, der hat eine Spielidee, ist halt ein schwieriger Charakter, ne? Man kennt die Pressekonferenzen und sowas, er ist halt sehr von sich überzeugt gewesen oder ist es ja immer noch. Stellst ihm oder baust quasi für den ein komplett neues Team auf. Gefühlt 20 Leute weg, 20 Leute dazu. Und dann schmeißt ihn nach einem halben Jahr raus. Da stand es, glaube ich, irgendwie gerade auch auf Dritter oder so, auf dem dritten Platz nach Hannover-Spiel. Weil du einfach unsicher bist, ob es was funktioniert. Und vor allem, weil es wahrscheinlich einfach Probleme zwischen Mislintat, Hitzesberger und Walter gab. Gab er öfter quasi gegensätzliche Meinungen zu spielen. Nach dem Motto, Mislintat, ich will Ergebnisse sehen und alles. Und Walter, ja, Ergebnisse, ja, klar, sowieso, aber die kommen irgendwann, mir ist der Prozess wichtiger. So nach dem Motto klang es ja immer, kam es immer so rüber. Und dann schmeißt sie nach einem halben Jahr raus mit einem frisch neuen Team, sich erstmal dran gewöhnen muss, dass sie zusammen jetzt Fußball spielen, mit einem frisch neuen Spiel, die er implementiert hat. Und nach einem halben Jahr schmeißt den raus und holst einen neuen Trainer, der nochmal eine neue Idee hat, aber jetzt gerade eindeutig planloser wirkt und das Team eindeutig schlechter spielt als noch damals tatsächlich. Wer weiß jetzt, ne, klar, mit der Corona-Phase und sowas, es sah ja auch vor der Corona-Pause auch nicht so verkehrt aus. Aber irgendwas hat sich durch die Corona-Pause getan. Wir haben 3-0 gewonnen gegen Heidenheim, tatsächlich auch mal auswärts gewonnen in Pauli, nicht in Pauli, in Pauli waren unentschieden, wie heißt denn Bullshit? In Bochum zum Beispiel, also meine ich jetzt nicht Bochum Bullshit, sondern einfach so als Satzfüller quasi. Auch alles dich nicht mit Ruhm bekleckert, aber hast die Spiele zumindest mal gewonnen und sowas. Gegen Bielefeld ist 1-1, ja, weiß jetzt nicht. Da hättest du zu Hause vielleicht noch ein bisschen mehr Druck machen können. Da fing es auch schon an mit irgendwelchen komischen Auswechslungen. Aber jetzt mittlerweile wirkt es relativ planlos. Das Team hat kein richtiges System, wie sie spielen. Das ist keine Mannschaft, hinter der man stehen kann. Das ist keine Mannschaft, die dieses Trikot mit Leidenschaft trägt. Null. Und das macht einfach Angst. Jetzt hängt ihr Heidenheim hinten am Arsch. Mal auf die Tabelle gucken. Wo ist er denn hin bei mir hier, Tabelle? Tabelle, Tabelle, Tabelle. Hab ich hier gar nicht so drin. Mach's nochmal rein. Das hast du 52 Punkte. Heidenheim hängt ihr mit einem Punkt hinterher. Ich labe ja ultra lang. Na gut, war klar, dass jetzt so ein bisschen eine Rant kommt dazu, habe ich. Aber zumindest habe ich dann gleich zu Sandhausen. Ich werde wahrscheinlich nicht so viel zu sagen. Heidenheim ist mit einem Punkt hinter dir. HSV mit einem Punkt vor dir, oder wie gesagt, wie immer, ne? Tordifferenz eigentlich 2 Punkte und Bielefeld kannst du vergessen, irgendwann werden die ihren Aufstieg sicher machen. Die geben sich keine Blöße. Ja. Wenn du jetzt guckst, letzten 10 Spiele, 4 Siege, 2 Unentschieden, 4 Niederlagen. Das ist keine Aufstiegsbilanz. Jetzt kommt Sandhausen, wo du nur drauf hoffen kannst, dass sich unsere Heimbilanz oder unsere Heimtabelle bewährt, dass wir immer noch Erster mit 35 Punkten aus 15 Spielen. Da ist VW aus 15 Spielen 33 und Heidenheim aus 16 Spielen 34 Punkte. Aber halt in der Auswärtstabelle bist du halt Elfter. Elfter! Ja, so krank. Und in dieser Tabelle irgendwie von den letzten 6 Spielen, weiß ich was, auf welchem Platz wir da sind, aber es ist hauptsächlich fürs Argument für Sandhausen Stärke gerade, bei den letzten 6 Spielen. Ich glaube, irgendwie Zweiter sind oder so seit dem Wiederstart, ne? Letzten 6 Spiele heißt Aue verloren, Unentschieden Ringsburg.
Wiesbaden gewonnen, Hannover gewonnen, Fürth gewonnen, verdientes Unentschieden gegen Bielefeld dieses Wochenende. Die sind verdammt nochmal echt gut drauf. Die sind echt gut drauf. Damals auch schon im Hinspiel besiegt, da war ich ja auch ganz toll dabei beim Auswärtsspiel. Mit drei Abseitsaktionen von Gomez insgesamt gut. Statistik kann ich ja auch wieder den Mäusen geben. Im Pokal 95 haben sie verloren, irgend so in diesem ewig langen Elfmeterschießen da 13 zu 12 verloren. Dann haben wir in der Aufstiegssaison zweimal gewonnen. 2-1 in Sandhausen und 2-1 zu Hause. Haben jetzt den letzten Dezember gegen Sandhausen verloren. Jetzt spielen wir am Mittwoch zu Hause. Also Statistik kannst du den Hasen geben. Aber, ja, das ist die einzige Hoffnung, weil die Sandhausen sind ja auch echt gut. Also die werden uns auch nicht schenken. Wir sind gerade nach Corona-Pause, nach dem Wiederbeginn, sind ja echt gut drauf scheinbar. Die werden uns auch nichts schenken. So wie gerade auftreten, da fehlt noch ein Endo. Vielleicht spielen halt mal ein Mangala wieder von Beginn an quasi. Ist einfach Endo gegen Mangala getauscht dann. Keine Ahnung, wie wir am Mittwoch auftreten. Kein Plan, wenn wir so auftreten wie gegen KSC, wie gegen Osnabrück und sowas, dann kannst du auch wieder mit, keine Ahnung, mit einem Unentschieden rechnen oder sowas. Und dann kannst du dich langsam offiziell davon verabschieden. Weil wenn du jetzt wirklich noch Zweiter werden willst, dann musst du jetzt sowieso alle Spiele gewinnen. Das ist sowieso logisch, also musst du alle Spiele gewinnen. Ganz klare Geschichte. Wenn man das Restprogramm anguckt, ist es halt einfach. Ich dachte ja, ne, vom letzten Spiel habe ich gesagt, perfekt. HSV und Heidenheim spielen vor uns, bevor wir heute spielen. Nächsten Spieltag spielt HSV und Heidenheim auch wieder vor uns, bevor wir am Mittwoch spielen. Wir haben 2 Punkte Vorsprung, perfekt, einfach alles gewinnen. Kann der HSV machen, was er will. Und zack, sind wir in dem Szenario, dass sich das Ding jetzt umgedreht hat durch die Niederlage und dadurch, dass der HSV und Heidenheim gewonnen haben. Und wir sind in der Situation und merken, oh, wir müssen wieder auf Dummheit vom HSV hoffen. Oh. Der HSV wird im Normalfall wahrscheinlich mehr Punkte als wir aus den letzten 3 Spielen. Oh. Da müssen wir sogar aufpassen, dass wir noch Dritter werden. Oh. Nochmal Relegation. Mega. Wenn man jetzt mal guckt, wir spielen jetzt gegen Sandhausen zu Hause. Ich hoffe einfach nur. Also ich glaube nicht an die Mannschaft, aber ich glaube an die Statistik von unserer Heimtabelle. Und man muss ja irgendwie auch ein bisschen an die Mannschaft hoffen oder an die Mannschaft glauben, dass sie vielleicht jetzt irgendwann mal raffen, um was es geht. Irgendwie mal auf dem Platz zeigen, dass sie anwesend sind und aufsteigen wollen und Druck aufs Tor und Lust aufs Tore schießen. Vielleicht, keine Ahnung, wir haben jetzt noch 3 Spiele, vielleicht kommt es ja noch irgendwann. Egal wann es kommt, es ist zu spät, aber vielleicht kommt es noch irgendwann. Also gehen wir einfach von einem Sieg aus gegen Sandhausen. 3 Punkte für uns noch. Aber der HSV wird sich gegen Osnabrück vermutlich zu Hause keine Blöße geben. Beziehungsweise der HSV ist ja genauso blöd. Der kann sich jetzt auch locker die Blöße geben und 0 zu 0 spielen gegen Osnabrück zu Hause, wie wir auch. Aber beim HSV habe ich irgendwie noch eher das Gefühl, dass die jetzt irgendwann raffen, okay, jetzt haben sie der VfB auch noch verloren. Jetzt wären wir schon wirklich extrem blöd, wenn wir es jetzt immer noch choken würden. Ich habe einfach das Gefühl, dass der HSV ist jetzt deutlich abgewichster runterspielen wird als wir noch. Also HSV 3 Punkte, wir 3 Punkte, Heidenheim spielt in Fürth. Das ist relativ schwer. Aber rechne einfach da auch mal mit 3 Punkten für Heidenheim. Also alle 3 Punkte drauf. 33. Spieltag. Der HSV spielt gegen Heidenheim direkt das Duell. Das ist die einzige Hoffnung, dass da vielleicht Heidenheim einen Punkt oder sowas mitnimmt. Dann stehen der HSV auf 4 Punkten und Heidenheim auf 4 Punkten aus den letzten Spielen noch. Wir spielen in Nürnberg, das ist eine safe Niederlage, braucht sich keiner was vormachen, wir verlieren da. Braucht sich keiner was vorzumachen, wir verlieren in Nürnberg. Wir haben, glaube ich, in Nürnberg gar nicht mal so eine schlechte Statistik und alles. Aber die sind auch wieder gerade auf 16, glaube ich, unterwegs oder so, ne? Tabelle. Ja, auf 16 sind sie unterwegs, keine Ahnung, ob sie dann 17. oder 15. oder 16. sind, wenn wir dann gegen die spielen am vorletzten Spieltag. Nächste Woche Sonntag. Oder diese Woche Sonntag, kommt der Montag online, diese Woche Sonntag. Brauchst du ja überhaupt nichts vorzumachen, wir verlieren gegen Nürnberg. Also bleiben wir auf 3 Punkten. Da ist V und Heinemann 4 Punkte. Letzter Spieltag. Spielen wir gegen Darmstadt zu Hause. Das kannst du von mir aus gewinnen, einfach wegen der Heimstatistik und wegen der Heimhoffnung und ne, dem Heimboost. Keine Ahnung, was da jetzt ist, aber unsere Heimstatistik halt. Heißt, wir holen 6 Punkte aus den letzten 3 Spielen. Da ist HSV gegen Sandhausen zu Hause, sie werden auch irgendwie gewinnen. Das heißt, sie holen schon mal 7 Punkte aus den letzten 3 Spielen. Das heißt, der HSV steht auf 60 Punkten. Wir stehen auf 58.
Und da ist noch das Goodie. Mal gucken, wie bis dahin halt Bielefeld weiterspielt. Aber spielt Bielefeld gegen Heidenheim zu Hause, holen die halt einen Punkt oder sowas, dann holt Heidenheim 5 Punkte. Dann ist Heidenheim auf 56 Punkten. Und wir werden die Saison so beenden, wie die Tabelle gerade ist. Nämlich Heidenheim Vierter, wir Dritter, Relegation gegen wen auch immer. Und der HSV ist Zweiter. So, wenn man jetzt mal ganz direkt nach dem Spiel so plump in die Prognose für die nächsten Spiele geht. Aber nächstes Spiel ist Sandhausen. Prognose kann ich auch vergessen. Ihr kennt jetzt ungefähr, was ich sehe, wie ich glaube, dass die Saison noch restlich verlaufen wird. Die beiden Heimspiele werden wir schon irgendwie wuppen, hoffe ich mal. Also, wenn wir jetzt selbst die Heimspiele nicht mehr wuppen, dann können wir es eh vergessen. Dann können wir uns echt noch um Platz 3 Sorgen machen, beziehungsweise um Platz 4 dann. In Nürnberg wirst du verlieren. Das kannst du fest einplanen. Du kannst es fest einfach nach Erfahrungswerten, weil Nürnberg ist halt auch räudige Scheiße, wie die diese Saison spielen, aber trotzdem. Oder KSC hat ja heute auch nichts gemacht. 72 Minuten lang hat sich einmal den Ball quasi ins Tor schießen lassen durch Kaminski und dann nochmal durch so eine holprige Ecke. Sonst haben die auch nichts gemacht. Also nach dem 2-1 haben sie noch ein paar Chancen gehabt, aber sonst haben die nichts gemacht, das ganze Spiel. Außer uns einfach klug zugestellt, uns ständig auf den Füßen gestanden, kämpferische Leistung gezeigt, was halt im Abstiegskampf können müssen und auch können dann. Und es hat gereicht. Osnabrück auch, die mussten nichts machen, das ganze Spiel. Uns einfach kämpferisch auf dem Fuß stehen, uns das Spiel nicht schenken. 0-0. Problemlos. 0-0. Runtergekämpft. Problemlos. Das heißt, Nürnberg wird das auch mit uns locker hinbekommen, dass sie halt irgendwie dann doch mal aus Versehen ein Tor schießen. Auch wenn jetzt auch gegen Fürth anscheinend wieder nicht so toll war und halt das Gemüt bei Nürnberg auch nicht so toll ist, aber du kannst davon einfach aus Erfahrungswerten fest einplanen, dass du gegen Nürnberg verlieren wirst auswärts, kannst du fest einplanen. Alles andere wäre für mich quasi schon ein Weltwunder, wenn wir in Nürnberg irgendwas holen oder halt, was heißt, Unentschieden wäre ja auch noch drin, aber wenn wir gegen Nürnberg gewinnen auswärts, wäre es für mich ein absolutes Weltwunder. Das heißt, wir holen 6 Punkte und stehen am Ende des Tages dann auf 58 Punkten. Das heißt, der HSV darf nicht mehr als 5 Punkte. Nee, was laber ich da? Die dürfen nur 4 Punkte holen, weil die ein besseres Tordifferenz haben. Außer wir holen die irgendwie noch auf die Tordifferenz, aber sag mal einfach mal so aktuell, dann hätten wir 58 Punkte und der HSV darf dann maximal 57 haben, also maximal 4 Punkte holen. Das heißt, wir bräuchten das Glück, dass der HSV dann halt entweder gegen Osnabrück oder Sandhausen einmal müssen halt von den Spielen unentschieden einmal gewinnen und gegen Heidenheim halt dann irgendwie verlieren oder halt irgendwie so eine Kombi, das wäre halt so die realistische Kombi, dass wir gegen Heidenheim verlieren halt irgendwie auswärts dort dann doch mal und halt einmal gegen Osnabrück gewinnen und gegen Sandhausen unentschieden spielen oder irgendwie sowas oder umgekehrt. Einzige Chance, dass wir noch auf den zweiten Platz kommen. Weil wir holen 6 Punkte aus den letzten Spielen. Maximal. Gewinnen sie beiden aus. Oder maximal 7. Weil, wie gesagt, einfach, ich bin jetzt einfach gerade so böse und auch schlecht gelaunt. Ich laber mich hier in Grund und Boden gerade. Ich laber hier hin und her, schon 40 Minuten knapp. Hab auch ja, wie gesagt, wieder viel Prognose gemacht und viel zum Verein allgemein gesagt, weil einfach gerade wieder nichts und zwar gar nichts zusammenläuft und nichts stimmt. Von Team, von Trainer, von dem allgemeinen Umfeld, von Erwartungshaltung, vom Umgang mit der aktuellen Situation passt gerade absolut gar nichts. Und dann, wie gesagt, dann, um jetzt das Ding abzuschließen, aus Erfahrungswerten wirst du in Nürnberg nicht gewinnen. Das heißt, du holst maximal 7 Punkte. Und da der HSV halt auch, wenn es einfach so, wie ich es einfach mal erwarte, ich habe irgendwie einfach ein Gefühl, dass der HSV es jetzt einfach sich nicht mehr nehmen lässt. Wir müssen ja hoffen, dass der HSV sich halt doch noch nehmen lässt, wenn wir Zweiter werden wollen. Bei Heidenheim sehe ich jetzt nicht so das große Problem. Die spielen noch gegen HSV und spielen noch in Bielefeld aus den letzten 3 Spielen. Die werden da hoffentlich uns nicht auch noch überholen irgendwie. Also der dritte Platz ist mehr oder minder safe. Wenn man sich die Spiele jetzt einfach mal so ganz, ganz platt einfach anschaut, die jetzt noch so anstehen, einfach ganz plump sich die Dinger anguckt von den Gegnern und sowas. Aber man muss ja wieder hoffen, dass der HSV irgendwie Scheiße baut. Die müssen richtig große Scheiße bauen, weil wir holen nicht mehr als 7 Punkte. Und im Normalfall holt der HSV auch 7 Punkte. Unentschieden gegen Heidenheim, 2 Siege. Und dann sind sie so oder so vor uns. Weil wir werden nicht mehr als 7 Punkte holen. Das wär für mich ein weiteres Weltwunder, wenn wir in Nürnberg gewinnen. Das kann ich vergessen, die Aktion.
einfach aus Erfahrungswert nach den Spielen, KSC und alles auswärts, du wirst in Nürnberg im Leben nicht gewinnen, das kannst du vergessen. Oder wenn, sag mal so, wenn du Nürnberg gewinnst, dann spielst du halt irgendein Heimspiel dumm unentschieden. Also es muss wirklich jetzt, es muss, gerade aus der aktuellen Gemütslage, kann sich natürlich wieder ändern, wenn der HSV am Dienstag verliert auf einmal und Heidenheim auch. Wir gewinnen dann auf einmal am Mittwoch gegen Sandhausen und sind dann doch auf einmal wieder Zweiter und ist die Gemütslage wieder ganz anders. Es ist wieder Spieltag zu Spieltag und wippt hin und her. Also rein von der Gemütslage in Sachen Aufstiegskampf, Spannung, die Gemütslage, dass wir uns es nicht verdient haben, aufzusteigen und dass da keine Identifikation mit dem Club oder mit der Mannschaft ist gerade, die wird sich nicht ändern, egal was passiert. Egal, ob wir drin bleiben in der zweiten Liga oder ob wir aufsteigen in die erste, egal, das bleibt dabei. Die Meinung bleibt dabei, das Feeling jetzt für die restlichen Spiele. Ne? Geht ja so schnell. HSV choked am Dienstag, Heidenheim, keine Ahnung, was sie am Dienstag machen, ist ja relativ egal. Oder hoffentlich bleibt es relativ egal. Vierter Platz wäre noch ein bisschen trauriger, ist überhaupt gar keine Chancen mehr. Auch wenn ich ja, wie gesagt, bei uns in der Relegation auch keine Chancen sehe. Aktuell, aus dem aktuellen Gemüt. Dann ist die Situation wieder eine andere, ne? Verliert der HSV auf einmal, wir gewinnen und Sachsen auf einmal wieder vor denen. Aber wir müssen gerade einfach nur krass hoffen, dass der HSV fett reinchoked. Wenn sie das nicht tun, dann sind wir Dritter im Normalfall und spielen wir Relegation. Super, Glückwunsch. Und egal wie es ausgeht, ob wir in der Liga bleiben, in der zweiten Liga, ob wir aufsteigen, ob wir in der Relegation gewinnen, verlieren, scheißegal. Da ist keine Def null Identifikation mit dieser Mannschaft, nichts. Die Leistungsseite Corona-Wiederaufnahme vom Spielbetrieb ist beschissen. Rundum, sich alle Spiele anguckt, alle Spiele mal zusammenfasst, ist die einfach schlecht und zu wenig und eines Aufsteigers oder eines Aufstiegskandidaten nicht im Ansatz würdig, nicht im Ansatz genug. Das wird bleiben. Es geht ja nur um das Feeling, wie es sich dann ändert, wenn ich dann doch vielleicht wieder aus Versehen optimistisch wird, wenn dann auf einmal der HSV verliert und wir gegen Sandhausen gewinnen, doch wieder Zweiter sind, sondern dass man da aus Versehen ein bisschen optimistisch wird, vielleicht wieder. Aber aktuelles Gemüt nach dem KSC-Spiel: Wir steigen nicht mehr auf. Und quasi Rundumschlag alles Scheiße. So, um das Ding mal ganz einfach runterzubrechen und zu beenden. Dann, ne, bedanke mich fürs Zuhören. Die Leute, die es tatsächlich auch angehört haben: What the fuck, Alter? 43 Minuten fast. 42 jetzt. Ja, danke fürs Zuhören. Schreibt mir Kommentare rein, egal auf welchen Plattformen man dann halt Kommentare hinterlassen kann. Und na, Plan kennt ihr. Mittwoch sehen wir uns wieder richtig live zum Sandhausen-Spiel. Mal gucken, ob wir da wieder eine ganz, ganz, ganz besonders tolle Vorstellung sehen werden. Und bis zum nächsten Mal.